Naja, Erfolg, eigenes Geld und das des Räubers erwischt. Gut. Oh, 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 aua. Gut. Nur muss man, die Seite war jetzt mehr Kampf, als ich eigentlich wollte, aber gut, was soll's. Soll ja auch ab und zu mal vorkommen, dass man mehr macht, als man überhaupt machen wollte. Aber naja. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir auch mal jetzt hier hochkommen. Was ja eigentlich meine generell erste Idee war. Ich denke mal, es ist das Beste, wenn man erst hier auf dem Haus drauf geht. Ist das nicht gefährlich? Ja, das ist gefährlich. Sie macht's nicht nach. Verdammt, noch eins. Die Häuser hier sehen aber auch nicht mehr alle so extrem gut aus, muss ich ja mal dazu sagen. Ist nicht mehr alles so schön gehalten hier. Aber vielleicht ist Folly auch nicht gerade reich. Man weiß es ja nicht. So, hier sind Auftragsattentate auch noch. Oh, ich sehe gerade. Da. Moment. Moment. Auch aufgefallen, dass ich mich jetzt blamiere, weil ich keinen Plan habe, wie das Zeug denn funktioniert. Ich mach's einfach. Weil manche Sachen bin ich echt einfach zu blöd Siehst du, für. verstehst du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Ja, noch nicht. Ich weiß noch nicht, was los ist. Machtinstrumente, Datei freigeben. Mit ihren Mächten mähten sie ihre Feinde nieder. Gut. Das mache ich jetzt auch noch mit Maus. Otto von Bismarck. Hier, ja, Otto von Bismarck, okay. Perseus, Griechenland. Attila der Hunne, Eurasien. Samson, Hebräisch, okay. Alexander der Große, Mazedonien. Ich würde sagen, die beiden auf jeden Fall. Ich würde Otto von Bismarck eigentlich auch. Na, er hat die Feinde ja nicht so niedergemäht wie vielleicht manch anderer. So, Sigmund, Nordisch. Okay. Charlemagne, Europa. König Arthur. Jeanne d'Arc. Hennas Troja. Boah, gute Frage. Da bin ich jetzt nämlich total überfragt. Keine Ahnung. Also bei Otto von Bismarck, bei Attila dem Hun und bei Alexander der Große bin ich mir sicher. Mähten sie ihre Feinde nieder. Mit ihrer Macht. Mit ihrer Macht. Ein bisschen ausprobieren vielleicht. Ich glaube, bis ich da alles dann so richtig habe. Ich weiß es aber. Beim besten Willen, ich kann es mir jetzt nicht. Komisch, ich kann es euch beim besten Willen. Ich wüsste es jetzt nicht. Schon manche sagen, die meisten Namen sagen mir auch einfach nichts. Weil Troja wurde ja, tja, überrannt ja eher. Das könnte vielleicht auch dazu gehören. Bei den drei ersten bin ich mir eigentlich soweit sicher. Bei dem Rest nur nicht. Das ist jetzt eine echt gute Frage. Also ich wüsste jetzt auch nicht gerade, woran ich das festmachen sollte oder könnte, eher gesagt. Gute Frage, Hinweis, das finde ich Ich jetzt gut, glaube, ja. ich hab's gleich. Es scheint hier viele Krieger zu geben, aber nur manche tragen Waffen. Viele Krieger zu ihm, aber nur manche tragen Waffen. Okay.
Kriegt hier der Groß eine Waffe? Kriegt eine Waffe. Aber nur manche tragen Waffen, okay. So weit, so gut. Ich glaube, ich hab's gleich. Okay, das ist auch jetzt immer das Gleiche. Aber nur manche tragen Waffen. Also, wer trägt denn hier alles eine Waffe? Ich würde gerne hier zoomen. Hallo. Meine rechte Maustaste will nicht. Jetzt will sie. Otto von Bismarck hat keine Waffe. Der hat eine Waffe. Attila hat auch eine Waffe bei sich, der nicht. Hast du eine große Waffe bei sich? Siegmund Nordisch glaube ich auch eher nicht. Oder vielleicht. hat auch keine Waffe. Scheinmania Europa. Das scheint auch keine Waffe zu sein. Vielleicht so und so. Ist doch blöd, ich komm da nicht drauf. Ich glaube, das machen wir dann irgendwann anders einfach nochmal. Und naja, das wird dann halt wann anders nochmal gemacht. Wir haben es jetzt schon mal, das ist schon mal gut. Allerdings will ich mich da jetzt auch nicht zu lange mit aufhalten. Das habe ich, glaube ich, gerade schon eh gemacht. Von daher ist das nicht gerade praktisch gewesen. Boah, wie komme ich denn hier hoch? Wie soll ich bitte da hochkommen? Mal eine ganz ernsthafte Frage, wie soll ich denn da hochkommen? Soll ich vielleicht hier dran springen? Ja. Also jetzt gerade bei dem Rätsel da, keinen Plan. Ich meine, klar, mir wurde zwar ein Tipp gesagt, aber ich... Habe ich vielleicht doch noch den Falschen gesucht? Oder nur manche tragen Waffen? Oder hätte ich die raussuchen sollen, die Waffen tragen? Aber ich hätte ja gesagt, die mit ihrer Macht, die Feinde, die nur mit ihrer Macht und nicht mit ihren Schwertern und allem drum und dran. Komisch. Komisch. Naja. Jo, hier kann man hoch. Einmal komplett rum. Natürlich in die falsche Richtung gewesen. Wer hätte gedacht? Okay. Und wie schnell er das macht, ist ja Wahnsinn. Hier oben ist der Adler. Sehr schön. Oh, super, das war's. Ich bin tot. Was war das denn? Der hätte doch richtig springen können. Ach ja, ein weiterer Tod zu verbuchen. Es kommt mir irgendwie so vor wie bei Assassin's Creed 1, wo wir einmal auch von einem Aussichtspunkt runterspringen wollten und dann in den Tod gesprungen sind. Irgendwie sehe ich hier da gerade eine Verbindung zu. Ich verbinde mich jetzt erstmal gegen diesen verdammten Beamten, der hier irgendwo rumkriecht. Genau da. Ich will dir nichts. So. So viel dazu. Gut. Einen Aussichtspunkt haben wir jetzt trotzdem. Oh. Okay, dann machen wir uns erstmal auf zu der Codex-Seite und na, damit der Rest gesucht. Oh. Die habe ich ja ganz übersehen gehabt. Ach, dann kann ich ja gleich zu den anderen rennen da. Dann gibt es gleich eine richtig schön große Schlacht. Die heuer ich mal an. Kommt jetzt auch noch hinter mir her. Moin Jungs! Ich bin hier bei euch, Brüder. Dann legt mal los!
Ich bin bereit für euch. Und meine Jungs kommen gerade auch hinterher. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich doch mal wieder einen schönen erwischt hier. Und das Gute ist, mit denen kann man auch so schön schnell immer angreifen. Okay. Bitte, Herr, nehmt es, aber tötet mich nicht. Alles gut, alles gut. In Ordnung, jetzt mal die Codex-Seite, sehr schön. Okay, und dann geht's weiter. Wo ist denn der nächste Aussichtspunkt? Hier hinten. Das sind weitere Aussichtspunkte sogar. Okay, ist doch ein bisschen größer jetzt, ein bisschen mehr Laufwege, als ich dachte. Das bringt uns nur noch eine längere Aufnahme und mir noch viel mehr sprechen. Alles, was ich in der Woche nicht loswerden kann, kann ich hier von der Seele runterlabern. Was ist denn labern? Was ist denn hier los? Mein Mann treibt es mit jeder dahergelaufenen. Mein Ruf. Und ich kann den Mistkerl nicht verlassen. Bitte, lasst ihn mein Ungemach spüren. Machen wir. Schamloser Gatte. Den untreuen Ehemann verprügeln. Das machen wir da gerne. Bin ja mal gespannt, wo der sich rumtreibt hier. Bisschen umgucken hier. Das nehme ich mal gerade mit, wenn wir schon mal hier sind. Okay. Wie weit reicht das Gebiet denn eigentlich bis hier hinten hin? Na, laufen wir einfach mal. Wir werden den schon finden. Aha. Von wegen. Nieder mit ihm. Nieder mit euch, die ihr ihm auch noch helft, ey. Tja. Meine rechte Hand ist ein bisschen stärker als eure. Ich habe ein paar bessere Fäuste. Beziehungsweise bessere Handschuhe. Und die sind natürlich echt stark. Na, kommt schon, gebt endlich auf. Gut. Ich störe euch. Ich gehe sofort nach Hause. Ich schwöre. So wie ich auch hoffen. So. Hat denn wer meine eine Folge nicht gesehen? Bleibt treu, sonst. Ja. Oh. Hier sind ja Wachen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ich bin auch gerade hier recht nah dran. Dann machen wir da erstmal gerade das. So. Okay, wir können auch mal gerade schwimmen. Wo man nie schwimmen, in etwas hineinspringen sollte, wo man nicht weiß, wie tief das Wasser ist. Und ich glaube, so tief war das hier jetzt nun auch nicht. Naja, ist ja nicht unser Kopf. So, hier ist wieder eine Kirche. Wie viele Kirchen aber auch hier außerhalb der Stadt sind. Das soll ja nicht stören, aber schon komisch. Ich würde echt gerne mal in diese Gebiete reisen, in denen das Ganze hier spielt. Also einfach mal nach Italien und genau diese Orte besuchen. Zum Beispiel Venedig oder Rom. Ja, Rom kommt ja erst später, aber ich meine Venedig hier, Florenz, so die ganzen Sachen. Dann mal schauen, wie sehen die Sachen denn heute jetzt noch aus? Also man erkennt ja sowieso dann ein paar Sachen wahrscheinlich wieder. Aber es wäre schon cool, glaube ich. Wäre schon richtig cool. Und nach Rom fahre ich zum Beispiel. Da werde ich auch mal schauen, ob das funktioniert, so wie ich das haben will. Gott. So.
Södele. Geht's doch jetzt mal hier weiter. Ich hätte gern ein Pferd. Hallo, Pferd. Pferde. Pferd. Hallo. Ah, oh, doch nicht. Soll man schnippen? Nö, kommt auch keiner. Na gut. Dann eben nicht. Dann rennen wir eben so an allen vorbei und machen alle kaputt. Kaputt machen wir sie. Ja.